Willkommen zum Vlog hier aus Ibiza. Wir sitzen hier gerade im mega coolen roten Mustang. Den haben wir für ein paar Tage bekommen. Macht einen riesen Spaß. Wir sind auch beide leidenschaftlich für klassische Autos. Das ist immer was sehr Besonderes, ein tolles Erlebnis. Und heute nehmen wir euch mit. Wir fahren nämlich jetzt gerade in die Stadt von Ibiza. Und da hat die Vivian nämlich ihren ultra coolen Eisladen. Und da gehen wir jetzt ein Eis essen. Also komm mit. No, that's never happened to me. Oh shit. Boah Mann, das war aber haarig, ja? Ich glaube, der Knopf hat gesteckt, ja? Und die Tür war nicht richtig zu. Und dann ist sie im Kreisverkehr voll aufgeflogen. Boah. Aber da haben meine Formel 1 Reaktionen mir noch geholfen, weil ich war recht schnell unterwegs. Hab die eingefangen. Jetzt ist okay, Knopf ist wieder okay. Jetzt sitzt du wieder, aber Mann, oh Mann, das ist mir so noch nie passiert, ja? Aber das ist halt Oldtimer, ja? Da weiß man nie, was kommt. So, hier bin ich jetzt beim alten Marktplatz. Ist echt schön in der Altstadt. Hinter mir, da hinter mir seht ihr die Burg, da geht gerade die Rampe hoch. Und das ist echt traumhaft hier, das ist auch UNESCO World Heritage hier, also voll geschützt alles. Und wenn ihr noch nicht das gesehen habt, dann ist es, lohnt sich echt hier mal einen Besuch zu gestatten. Und hinter mir Support Crew, Noppi und Super Seppi. So, herzlich willkommen hier in Vivis Creamery. Vivian und Super Seppi, denen war jetzt der Vlog überhaupt nicht wichtig, die sind sofort zum Eiscreme gegangen, ja. Vivian nimmt sich Vegan, also Reismilch und Reis mit, wie heißt das, Peanut Butter oder keine Ahnung. So, jetzt nehme ich euch schnell mal mit hier ins Labor, wo die Magie passiert. Und der Gerald, der macht hier gerade Spekulatius-Eis. Das ist gut? Gigantin, oder? Really good. Wenn das direkt aus der Mega gut. Alles am besten. Wow. Also der Gerald hier hinter uns, der versucht jetzt gerade das letzte bisschen noch rauszukitzeln aus dem Ding hier. Jedes Gramm. Und es ist alles 100% natürlich. Alle Ingredients sind frisch. Alles wird selber gemacht hier, ja, bei uns in Vivis. Also wir versuchen wirklich das höchste Level zu erreichen, was möglich ist im Eiscreme. Klicken, wenn ihr es cool findet, dass die Vivian mitmacht hier auf dem Vlog. Und bitte kommentieren, falls ihr wollt, dass die Vivian mal ein YouTube Takeover macht, hier mal hier bei mir und einen Vlog selber macht. Und zu guter Letzt bitte subscriben. Danke. Boah, das war super lecker. Also das war's jetzt hier vom Vlog hier aus Ibiza. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bitte beim nächsten wieder einschalten und subscriben. Und wenn ihr wollt, natürlich auch noch auf Ibiza seid. Nächstes Mal würden wir uns freuen, wenn ihr kommt zum Eisessen. Und vielleicht sehen wir uns dann da, ja? Ciao, ciao. So, als Zusatz noch hier schnell, wenn ihr euch fragt, warum haben wir jetzt hier einen Eisladen auf Ibiza? Also ganz kurze Erklärung einfach. Wir sind immer hier auf Ibiza zum Urlaub und wir lieben es hier und wir lieben Eis. Und es gab nie ein cooles Eis hier auf Ibiza, ja? Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, komm, lass uns versuchen, es selber zu machen. Kumpel von mir, der liebt es, das Eis zu machen, in Vincent, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Und dann irgendwie sind wir dann auch durch die Stadt gelaufen und haben einen Laden gesucht, ja? Und sind reingelaufen, haben gefragt, wisst ihr irgendjemand, der vielleicht verkauft oder so? Und auf einmal haben wir dann einen mega Laden noch gefunden, haben den dann bekommen. Und dann Vivian ist natürlich super Innenarchitektin, ja? Das ist ja ihr Beruf. Dann hat sie ein tolles Design daraus gemacht und so eins zum anderen und jetzt haben wir da den Laden. Es macht einfach riesen Spaß, wir gehen da selber jeden zweiten Tag hin. Wir mögen es gerne mit dem Team Zeit zu verbringen und so und das ist einfach echt ein tolles Projekt, ein Herzensprojekt, ja, und hat einfach Spaß gemacht und das war's.